Hallo, mein Name ist Marc und ich darf euch heute so ein bisschen was dazu erzählen, was passiert, wenn ihr mit anderen Belegen, wie zum Beispiel auch mit Fliesenbelegen, nennen wir sie mal Fremdbelege, auf unsere Flächenabdichtung, hier in dem Fall als Sahn 770, drauf arbeiten wollt. Ja, was brauchen wir da? Und zwar eine mineralische Haftbrücke. Wie funktioniert das Ganze? Recht einfach. Wir haben hier zum einen das Harz als Sahn 770 und haben hier zum anderen einen Quarzsand, Naturquarz Typ 2 in der Körnung von 0,7 bis 1,2 mm. Ehe dass wir beginnen, ist es natürlich wichtig, das Harz erstmal anzurühren. Das heißt hier die entsprechende Menge Harz mit Katalysatorpulver aufgemischt. Dementsprechend hier natürlich auch 2 Minuten lang gerührt. So, nach 2 Minuten Rührzeit gehen wir jetzt natürlich dran und bringen unsere Klebeschicht auf, das heißt bringen das Harz auf die Abdichtung auf. Hierzu ist es natürlich wichtig, dass wir da so ein bisschen was auch an Masse liegen lassen, das heißt, dass der Xanth gleich ein bisschen einsinken kann. Nachdem dieses dann natürlich komplett appliziert wurde, hier auch ausreichend Masse hinterlegt ist oder vorgelegt ist, können wir hier beginnen, den Sand einzustreuen. Der Sand Typ 2, Körnung 0,7 bis 1,2 mm, sollte Korn an Korn eingestreut sein, sodass die mineralische Oberfläche des Sandes die Haftbrücke ja, für den weiteren Aufbau bietet. Auch natürlich für unsere Floorstone- bzw. Acousti-Floor-Oberflächensysteme. Nachdem jetzt das Harz für die Haftbrücke komplett durchgehärtet ist, ist natürlich hier der überschüssige Quarzsand zu entfernen. Das heißt auf der Baustelle mit Sauger oder Besen natürlich. Hier können wir es ein bisschen leichter haben. Hier können wir die Platte einfach abkippen, sodass wir hier den überschüssigen Quarzsand komplett entfernt haben. Ja, jetzt haben wir hier einen idealen Untergrund, um dementsprechend mit anderen auch mineralischen Klebern weiterzuarbeiten. Dankeschön.